Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich in meinem Bastelkeller und heute geht es, wie in der Überschrift beschrieben, um eine Unterwasserkamera und zwar in erster Linie mal um das Gehäuse dieser Unterwasserkamera, das ich mir selbst basteln möchte. Nun, und ihr wisst ja aus meinen früheren Videos, ich habe hier eine Domkamera bisher verwendet von Dahua, mit der ich sehr zufrieden war. Das war ein motorisierter Dom, das heißt, die Kamera hat man nach allen Richtungen schwenken und bewegen können und die hat wirklich tolle Unterwasseraufnahmen geliefert. Allerdings beim Einstürzen meiner Deichabdeckung ist mir diese Kamera voll Wasser gelaufen. Was da genau passiert ist, weiß ich nicht, aber die Kamera ist seither einmal defekt. Und dementsprechend möchte ich mir hier jetzt was Neues basteln. Dazu habe ich mir ein paar Teile im Internet besorgt und ich möchte das Ganze so einfach wie möglich halten, denn von der Idee her kann ich einem jeden wirklich nur empfehlen, der einen Teich im Winter abdeckt oder auch nicht abdeckt und vielleicht nur durch Eis zufrieren lässt, sich solch eine Unterwasserkamera zu installieren, weil es einfach wirklich spannend und toll ist, wenn man auch im Winter weiß, was im Teich vor sich geht. Nun, ich habe mich diesmal für ein günstigeres Produkt als bisher entschieden, und zwar für eine Kamera der Firma Reolink. Das ist eine reine Indoor-Kamera, die motorisiert ist. Das heißt, sie hat sowohl horizontal als auch vertikal Bewegungen und somit kann ich überall im Teich hinschauen. Diese Kamera ist die Reolink C1 Pro. Sie liefert 4 Megapixel und kann über WLAN angesteuert werden. Das heißt, ich brauche keine Kabelverbindung zu dieser Kamera, sondern es ist ausreichend, wenn ich da eine WLAN-Verbindung herstellen kann. Nun, wo möchte ich die Kamera jetzt einbauen, da ja diese Kamera nicht für den Outdoor-Bereich geeignet ist? Ich habe mir dafür folgende Bauteile besorgt. Das ist eine ganz normale, jetzt muss ich nachdenken, wie das heißt, schraubbare Muffe, denke ich einmal, in DN110, also für diese PVC-Kleberohre, gibt es hier diese schraubbaren Muffen. Und das Tolle daran ist, ich habe hier eine riesengroße Mutter, wenn man das so möchte, die ich da draufschrauben kann. Und dann habe ich mir eine Plexiglaskuppel bestellt, die hier vom Durchmesser ganz genau drauf passt. Und somit kann ich dann hier mit dieser Mutter und mit einem Einlegering diese Plexiglaskuppel befestigen und habe dann sozusagen schon mein Gehäuse, das ich ins Wasser eintauchen kann. Dazu habe ich mir dann noch ein Stück PVC-Rohr DN100 gekauft und eine Endkappe im PVC DN110, korrekt gesagt jetzt, bitte nicht falsch verstehen. Also auch das Rohr ist PVC DN110, um das Ganze dann oben zu verschließen. Nun, meine Aufgabe ist es jetzt, diese nicht witterungsbeständige IP-Kamera in diesen Dom zu installieren und dann auch zu befestigen, sodass man von hier aus gut alle Winkel im Teich anschauen kann. Wie das Ganze letztendlich dann aussieht und was ich da genau machen werde, das möchte ich euch jetzt dann in den nächsten Schritten zeigen. Ja, zuallererst jetzt hier mal diese PVC-U-Verschraubung, wie sie korrekt heißt. Ich habe doch noch einmal nachgeschaut. Diese Verschraubung hat auf beide Seiten Klebemuffen. Wie gesagt, hier in der Mitte ist normal die große Mutter, die ich jetzt hier liegen habe. Wir benötigen dieses Teil, das Teil mit der Gummidichtung. Und diese Gummidichtung wird dann zugleich die Abdichtung der Plexiglaskuppel vornehmen. Also hier haben wir diese Plexiglaskuppel. Wenn wir uns das jetzt hier ansehen, ich möchte jetzt noch nicht auspacken, aber ihr könnt das auch so ganz gut erkennen. Der Außendurchmesser dieser Plexiglaskuppel passt sehr gut über den Dichtring dieser Verschraubung. Was nicht ganz so perfekt passt, das ist hier diese Mutter dann, die da drauf kommt. Denn theoretisch kann ich hier diese Plexiglaskuppel, wenn ich es ein bisschen schief ansetze, durchdrücken. Ja, und das darf natürlich nicht sein, weil wir müssen ja diese Kuppel wirklich fest auf die Dichtung pressen. Daher wird der erste Schritt jetzt sein, von diesem Muffenstück, also das Gegenstück
zu dieser Dichtung, das hier perfekt drauf passt, am Ende nur diesen Ring herunter zu trennen und diesen Ring dann einzulegen in diese Mutter, und so schon haben wir wirklich eine kraftschlüssige, feste Verbindung. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, und das werde ich jetzt als erstes einmal machen. Ja, jetzt habe ich hier fertig meine Aufnahme für meine Plexiglaskuppel. Was habe ich gemacht? Ich werde euch das kurz zeigen, indem wir das Ganze einmal auseinanderschrauben, wenn es geht. Und zwar geht es hier um Folgendes: Das Original, diese Mutter, einen relativ dicken Steg hier hat. Ich möchte euch das kurz zeigen. Hier innen ist ja der Steg, wo normalerweise diese Muffe eingeschoben ist. Dieser Steg ist original bei dieser Art Verschraubung 12 mm dick. Das heißt, hier habe ich dann einen 12 mm dicken Rand. Dann habe ich hier meine 5 mm dicken Anpressring. Das heißt, da wären wir schon bei 17 mm. 17 mm, was ich von meinem Plexiglas-Dom, von meiner Kuppel, hier am Blickfeld verliere. Und wenn ich da jetzt sage, mein Finger ist fast 2 cm dick, dann ist das doch einiges, was dieser Kuppel an Sichtfeld verloren geht. Deswegen habe ich hier jetzt außen diesen Ring abgeschnitten, dass ich hier nur noch 5 mm habe. Und wichtig ist natürlich auch der Einlegeteil, dieser Ring zur Befestigung, dass man auch den so dünn wie möglich hält. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Diese Plexiglaskuppel wird hier jetzt auf diesen Verschraubungsteil aufgelegt. Hier haben wir die Dichtung. Da ist wichtig, dass kein Schmutz auf der Dichtung ist. Dann positionieren wir hier einigermaßen mittig unsere Plexiglaskuppel, den eigentlichen Dom. Setzen wir den Anpressring vorsichtig drauf, geben dann außen die Mutter drüber und schrauben das Ganze fest. Ich schraube das Ganze jetzt einmal noch nicht zu fest an. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, diesen Dom auszurichten in der Mitte. Und dann wird durch den Ring hier innen in Verbindung mit der Mutter die Plexiglaskuppel vollständig auf diesen O-Ring angepresst. Und was dann überbleibt, ist hier eigentlich dieser Teil, der letztendlich ins Wasser eintauchen wird. Und hier drinnen sitzt dann unsere Domkamera, mit der wir dann nach alle Richtungen schauen können. Weil hier jetzt diese Oberflächen vielleicht etwas rau sind und nicht ganz so schön, das stört mich persönlich weniger. Im Teich werden sich hier ohnehin sehr schnell Bakterien ansiedeln, aber man kann das Ganze natürlich vielleicht mit geeignetem Gerät etwas schöner schleifen, vielleicht auch glatter schleifen oder sogar polieren. Das überlasse ich dann an jeden selbst. Mir geht es einfach um die Idee dahinter, möglichst einfach hier einen Dom zu basteln, den wir ins Wasser eintauchen können, der letztendlich dann auch wasserdicht ist, ja, und in dem unsere IP-Kamera Platz finden wird. Ja, so viel zum ersten Teil vom Bau der Unterwasserkamera. Wie gesagt, heute im ersten Teil ging es einmal nur darum, hier diese Kuppel zu basteln mit unserem Plexiglas-Einlegeteil. Das Plexiglas-Einlegeteil, wie gut das jetzt von der Optik her ist, kann ich noch nicht beurteilen. Auf der Homepage, wo ich das bestellt habe, war in den Beschreibungen oder den Bewertungen dabei, dass man das sehr gut für Kameras nutzen kann. Das wird sich dann in der Praxis zeigen. Für mich der große Vorteil ist einfach der, so eine Plexiglaskuppel kostet gerade mal 20 Euro mit Versand im Onlinehandel, also die ist wirklich günstig. Sie hat ideale Abmessungen, um jetzt mit so einem handelsüblichen PVCU-Verschraubungsstück das nachzubauen. Ich kann jederzeit diese Plexiglaskuppel austauschen, das kostet kein Vermögen. Ja, und der größte Vorteil sehe ich einfach darin gegenüber Käseglocken oder sonstigen anderen Glaselementen, die man häufig im Internet sieht, dass von dieser Kuppel keine Gefahr für die Fische ausgeht, sollte das Ganze mal kaputt gehen. Im zweiten Teil möchte ich euch jetzt dann noch zeigen, wie ich die Aufhängung für meine Kamera baue.
Dazu dann später mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war interessant für euch und ist für den einen oder anderen eine Bastelidee jetzt für diese etwas kalte Jahreszeit oder auch die Jahreszeit, wo wir nicht so viel Zeit am Teich verbringen. Also würde mich freuen, wenn ihr mir einen Gefällt mir Daumen hier lässt, wenn ihr meinen Kanal natürlich abonniert und auch weiterempfehlt. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr mit dieser Idee etwas an eurem Teich anfangen könnt. In der Zwischenzeit verbleibe ich bis mit freundlichen Grüßen. Wir hören und sehen uns sicher bald wieder. Euer Roland O.